Ist dir auch schon aufgefallen, dass dein Kind die kleinsten Krümel und Steinchen einsammelt und ständig Vorausschau nach weiteren macht? Oder du hast ein tolles Regal mit Aktivitäten und Materialien für dein Kleines eingerichtet, aber der geht gar nicht hin zum Spielen, sondern bleibt lieber in Bewegung. Oder dein älteres Kind ständig unermüdet warum fragen und möchte auf alles eine Antwort haben. Was steht dahinter, erzähle ich euch in diesem Video. Nadja und du bist auf dem Kanal für Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Maria Montessori hat die Entwicklung der Kinder in Etappen aufgeteilt. Insgesamt sind es 4 Etappen, die je 6 Jahre dauern. Also von 0 bis 6, von 6 bis 12, von 12 bis 18 und von 18 bis 24 Jahre alt. Diese Perioden sind deutlich voneinander unterschieden und stimmen mit verschiedenen Phasen der physischen Entwicklung überein. Innerhalb diesen Entwicklungsstufen kann man auch bestimmte Phasen sehen, die Marie Montessori sensible Phasen des Kindes genannt hat. Es handelt sich um besondere Empfänglichkeit, die in der Entwicklung der Kinder auftreten. In dieser Zeit lernen die Kinder bestimmte Fähigkeiten besonders mühelos und schnell. Diese Phasen sind von vorübergehender Dauer. Und auch wenn die einzelnen Kinder sich in der Entwicklung unterscheiden, trotzdem diese Abfolge von diesen sensiblen Phasen, die folgt einer Gesetzmäßigkeit. So ist es ziemlich wichtig für uns Eltern, aber auch für Pädagoginnen im Kindergarten oder in der Schule zu wissen, wann genau diese Phasen sind, was sie bedeuten und wie können wir unseren Kindern optimale Entwicklung gewährleisten. So wie sein Körper in Intervallen wächst und sich entwickelt, so wächst aus seiner Persönlichkeit in Perioden bestimmte Sensibilität. In diesem Video möchte ich vorerst die sensiblen Perioden für das Alter zwischen 0 und 6 Jahren betrachten, sonst wird das Video viel zu lang und umfangreich. Wenn du Interesse hast an den anderen Perioden, also zwischen 6 und 12, 12 und 18, bitte schreib mir in den Kommentaren und ich mache weitere Videos über die sensiblen Phasen innerhalb von anderen Altersgruppen. Heute reden wir über die Kinder von 0 bis 6. In dieser Phase befinden sich auch meine Kinder. Meine Tochter ist 5 Jahre alt und mein Sohn ist 3 Jahre alt. Und für mich ist diese Phase entsprechend besonders interessant. Diese Grafik stammt von der Bloggerin Nicole Kavanagh, die sehr viel über Montessori schreibt und einen Instagram-Account hat. Ich werde das auch verlinken, bei Interesse könnt ihr nachschauen. Und die Grafik hat Nicole erstellt, um zu veranschaulichen, welche sensitiven Phasen befinden sich in dieser Altersgruppe von 0 bis 6. Die Altersangaben sind sehr ungefähr, weil in verschiedenen Schriften von Maria Montessori gibt es keine genauen Angaben, wann genau diese Phase anfängt, wann genau sie abklingt. Im Prinzip wichtig ist, dein Kind zu beobachten und zu erkennen, aha, mein Kind befindet sich gerade in dieser Phase, an dem ich sehe, dass er bestimmte Sachen tut. Die sensible Phaseverordnung kennzeichnet sich durch Konsistenz und Wiederholung. Hier sehen wir bei den kleinsten Kindern, wie sie sich sehr nach Routine streben. Sie mögen Routinen, sie mögen Wiederholungen, sie mögen bestimmte Strukturen. Und man kann die Ordnung, diese Phaseverordnung in 2 Kategorien unterteilen. Es gibt zeitliche Ordnung. Hier zu dieser Kategorie gehören diese Routinen, Tagesabläufe. Eine feste Routine bietet deinem Kind große Sicherheit. Aber es gibt auch die räumliche Ordnung. Zum Beispiel alle Sachen brauchen einen Platz und alles liegt auf seinem Platz. Das gibt diesem Kind auch wiederum Sicherheit. Unterstützt das Kind bei der Entwicklung der Selbstständigkeit, wenn das Kind weiß, an diesem Ort finde ich meine Sachen oder hier hängt mein Handtuch, dann kann ich nach dem Händewaschen die Hände abtrocknen. Und dementsprechend ist es wichtig für uns Eltern, diese Ordnung sicherzustellen für die kleinsten Kinder. Diese sensible Periode dauert bis zum 4. Lebensjahr. Im Prinzip ab Geburt kann man üben mit den Routinen. Das ist sehr toll für das Baby, aber auch für die Mama, finde ich. Wenn Mama weiß, kann man als Mama besser planen. Ja? Wenn man weiß, um die Uhrzeit ungefähr wird mein Baby schlafen, dann werde ich ihn stillen. Um die Uhrzeit kann ich mich vielleicht mit meiner Freundin treffen. Also die Umgebung muss sorgfältig organisiert werden mit dem Platz für alles und mit bestimmten Grundregeln. Hier ist euch definitiv aufgefallen, wie viel die Kinder in Bewegung sind. Wenn ich den ganzen Tag mit meinen Kindern verbringe, merke ich, wie müde ich werde, wenn man die tatsächlich mit denen alles machen würde, was sie tun, wie viel sie in Bewegung bleiben. Das ist sehr erstaunlich.
Und das ist aber etwas, was Sie tatsächlich sehr brauchen. Natürlich fängt das gleich mit dem Baby an, wo das Baby lernt zu greifen, sich zu drehen, zu krabbeln, zu sitzen, zu laufen. Die Kinder lernen, die Bewegungen zu koordinieren, zu kontrollieren. Und diese Phase ist sehr ausgeprägt und wichtig ist, dem Kind nicht zu stören und diese Möglichkeit der Bewegung zu gewährleisten. Und kommen wir zurück zu dem Beispiel, wenn du für das Kind so ein tolles Regal organisiert hast, vielleicht hast du von meinen Videos angeschaut mit verschiedenen Aktivitäten für das Baby oder Kleinkind und erwartest, dass dein Kind sich ruhig hinsetzt und spielt und das Kind will das aber nicht, möchte in Bewegung bleiben. Sei nicht böse auf dein Kind, das macht er nicht extra, es einfach braucht die Bewegung und es befindet sich in der Phase der Bewegung. Wir unterstützen das, am besten gehst du dann mit dem Kind lieber spazieren, unterwegs sein ist sehr gut, du bietest ihm vielleicht verschiedene Sachen an, wie Wickler-Dreieck oder zu Hause kann man verschiedene Geräte auch kaufen, anschaffen, die Bewegung unterstützen. Ich habe solche Flusssteine gekauft, wir haben auch so ein Klettergerüst. Und manchmal sieht man, dass wenn die Kinder zu lange mit irgendwas sich beschäftigen, ja, vielleicht beschäftigen sie sich tatsächlich mit Aktivitäten am Regal und immer wieder gehen sie aber zurück und wollen sich bewegen. Also sie wollen nicht still sitzen. Deswegen ist es wichtig, diesen Kindern einfach Freiraum zu geben und zu bieten und die Bewegung zu fördern. Die Aufmerksamkeit für kleine Gegenstände ist auch sehr ausgeprägt, insbesondere mit einem Jahr oder 10 Monaten, je nachdem, wie dein Kind sich entwickelt. Das ist ein bisschen individuell, wann genau diese Phase anfängt. Und für mich ist es jetzt sehr präsent. Wir haben eine Familie aus der Ukraine, die jetzt bei uns wohnt und die haben ein kleines Kind, 14 Monate alt und sie fixiert sich komplett auf die kleinen Gegenstände. Sie sucht die kleinen Krübeln, sie findet immer was auf dem Boden, egal wie gründlich man saugt und wischt, trotzdem finden sie die Krümel, die Steinchen, die kleinen Sachen. Sie hebt sie auf, sie betrachtet sie, aber dabei übt sie natürlich Zangen- und Pinzettengriff und das ist einfach wichtig für das Kind. Und du kannst es unterstützen, indem du verschiedene Aktivitäten in dieser Art anbietest. Es kann eine Arbeit mit der Pinzette sein. Wir können vielleicht irgendwelche kleine Bohnen transferieren mit der Pinzette von einer Schale in die andere. Auch beim Essen kannst du das unterstützen, indem du deinem Kind vielleicht kleine Erbsen gibst oder Blaubeeren und ja, Reis ist auch toll. Kleine Gegenstände und das Kind nimmt das in die Hand und übt diese und braucht diese Erfahrung und diese sensible Phase wird natürlich schnell vorbeigehen. Aber wundere dich nicht, wenn das Kind extrem aufmerksam für kleine Details ist. Eine Faszination für Sinneserfahrungen wie Klang, Geschmack, Berührung, Gewicht führt dazu, dass die Kinder lernen, verschiedene Sinneserfahrungen zu machen und die zu verfeinern. Diese Erfahrungen kann man natürlich auch unterstützen, indem man verschiedene Gebiete einrichtet, verschiedene Aktivitäten anbietet, die diese sensorischen Erfahrungen unterstützen. Und wenn du Lust hast, zu wissen, welche Aktivitäten du deinem Kind anbietest. Ich habe eine große Playlist mit verschiedenen Aktivitäten für unterschiedliche Alterskategorien, natürlich auch alle einfache, ungefähre Altersangaben, aber du kannst da durchstöbern und gucken, welche Aktivitäten du deinem Kind anbieten kannst und welche davon sensorische Aktivitäten sind. Vielleicht wunderst du dich und denkst, oh, wie schreiben für Alterskategorie von 0 bis 6. Normalerweise lernen die Kinder schreiben in der Schule, aber in den Montessori-Einrichtungen lernen die Kinder viel früher schreiben, beziehungsweise die Marie Montessori hat diese sensible Phase früher gesehen bei den Kindern, ungefähr in dem Alter zwischen dem 3. und dem 4. Lebensjahr, also relativ früh. Die Kinder haben Faszination für Buchstaben und Zahlen und versuchen, die auf dem Papier zu reproduzieren. Und die Maria Montessori hat tatsächlich festgestellt, dass die Kinder zuerst schreiben lernen und danach lesen lernen. Also sie hat gemerkt, dass den Kindern es einfacher ist, die bestimmten Buchstaben erstmal zu schreiben, als die zu
erkennen, ja, wenn es schon bereits geschrieben ist auf dem Papier. Und wenn du merkst, dass dein Kind versucht, mit dem Stift irgendwas zu schreiben oder zu kritzeln auf dem Papier, versucht, seinen Namen zu schreiben, das ist eine tolle Möglichkeit, deinem Kind wirklich anzubieten, den Namen zu schreiben, eigene Namen zu schreiben zu lernen. Oder man kann auch verschiedene Aktivitäten machen, auch im Sand zu schreiben. Ja, wenn du im Sandkasten bist, kannst du mit dem Kind üben, einen Stock nehmen und vielleicht ein paar Buchstaben schreiben. Lesen. Diese sensitive Periode hat Maria Montessori auch im früheren Alter entdeckt. Zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr bekommen die Kinder Interesse an Symbolen, an einer Schrift, und die versuchen, das zu entziffern. Du kannst auch einfach das Kind begleiten, indem du ihm diese Buchstaben benennst, wenn er die danach fragt. Wenn du das merkst, wundere dich nicht, warte nicht, bis dein Kind in die Schule kommt. Unterstütze das einfach, gib ihm die entsprechende Umgebung. Vielleicht kaufst du ein Buch, was dazu animiert, die einzelnen Buchstaben zu lernen. Hier würde ich nochmal sagen, dass man am besten, wenn du dem Kind die Buchstaben benennst, nicht wie im Alphabet die Buchstaben benennst, A, B, C oder diese ganzen Lieder, A, B, C zu lernen, eigentlich bringt gar nichts, weil das Kind kann das vielleicht hat gutes Gedächtnis, die kleinen Kinder, und die erinnern sich an dieses Lied, an der Reihenfolge A, B, C, D, E, F, G, aber tatsächlich verstehen sie gar nichts, was dahinter steckt. Und wenn du denkst, dass dein Kind Alphabet kennt, indem er dieses Lied runterrattern kann, ist es leider nicht so. Wenn das Kind Interesse an Symbolen zeigt, versuch einfach sozusagen die Lauten zu sagen, die Lauten zu nennen. Das ist nicht B, sondern ein B. Das ist nicht D, sondern ein D. So wird das Kind schneller und einfacher lesen lernen, weil er nicht D-Ach liest, sondern Dach. Ja? Deswegen ist es wichtig, dem Kind tatsächlich Lauten zu nennen. Und man kann auch mit dem Kind verschiedene Spiele spielen. Wir spielen zum Beispiel das Spiel, wo man einfach die Lauten hört, ja, oder heraushören soll. Ich sehe, was du nicht siehst. Zum Beispiel, wenn wir essen, gemeinsames Mittagessen oder Abendessen haben, und wir begrenzen uns nur auf den Tisch. Und dann sage ich meinem Kind, wenn ich merke, das ist in der Stimmung, ich sehe, was du nicht siehst, und was fängt mit an. Also es ist nicht mit T, sondern mit an. Und ja, manchmal kommen sie drauf, dass es ein Teller ist oder eine Tasse ist. Sensible Phase für Sprache. Natürlich fängt ab Geburt an, und das fängt mit Lallen, und dann bilden die Kinder langsam die Wörter. Die Wörter, ein Satzwörter, dann sind zwei Satzwörter, und dann können die Kleinen schon bestimmte Sätze reproduzieren. Und so bildet sich Vokabular, und eigentlich diese Periode, sensible Periode für Sprache, sie dauert von ab Geburt bis zum 6. Lebensjahr. In der Regel, wenn die Kinder in die Schule gehen, können sie bereits sich vollständig ausdrücken, können alle sagen, was sie brauchen, und die Sprache ist so weit entwickelt, und die sensible Periode klingt ab mit dem 6. Lebensjahr. Von daher ist es natürlich auch wichtig, sehr, sehr wichtig, ja, für das Kind diese Periode zu unterstützen entsprechend. Ich habe ein paar Videos für dich, wenn du Interesse hast, wie du Sprache unterstützen hast, wie kannst du diese sensible Periode für dein Kind am einfachsten gestalten, habe ich für dich ein paar Videos gesammelt, und die werde ich in der Infobox verlinken. Wenn die Kinder spontan Interesse zeigen an den Klängen, an verschiedenen Tönen, wenn sie versuchen, mit irgendwelchen Instrumenten Töne zu erzeugen und gucken, wie das klingt, die entwickeln Interesse für Rhythmus und Melodie, und du kannst es natürlich mit verschiedenen Melodien unterstützen, Kinderlieder, Reimlieder, Musikinstrumente deinem Kleinkind geben. Die sensible Periode fängt früh an und dauert bis zum 6. Lebensjahr. Du erkennst es, indem das Kind anfängt zu zählen. Vielleicht hast du mit deinem Kind die Treppen gezählt, ja, das haben wir gemacht. Und irgendwann fängt das Kind selber die Treppen zu zählen, oder es fängt zu zählen, wie viele Gabeln auf dem Tisch liegen oder wie viele Leute in dem Raum sitzen, oder der fängt die Blümchen zu zählen und so weiter. Die sensible Periode für Mathematik
fängt sehr früh an. Wundere dich nicht, denk nicht, dass es erst in der Schule kommt. Die Empfänglichkeit ist bereits da und man kann das unterstützen, indem man verschiedene Aktivitäten anbietet. Das Einfachste ist natürlich, mit dem Kind einfach zu zählen. Alles, was das Kind sieht, zusammen mit dem Kind zu zählen, so unterstützt du das sehr. Und was Aktivitäten angeht, das habe ich ja sogar letztes Video gemacht, welches mathematisches Material du herstellen kannst nach Maria Montessori, wie du das montessorisch unterstützen kannst. Das ist wirklich toll, also ich empfehle zu recherchieren, wenn du Interesse hast, welche Materialien gibt es in Montessori-Pädagogik für Mathematik. Also ich hätte mir richtig gewünscht, dass ich auch so Mathe in der Schule gelernt hätte mit Montessori-Materialien, weil dann wäre alles einfacher gewesen. Also sensible Barriere für Höflichkeit. Bei uns war das so, ich habe das erkannt, indem mein zweijähriges Kind, zweieinhalb war sie, meine Tochter, die hat plötzlich angefangen, immer Danke zu sagen und bitte. Und die im Kindergarten haben sich total gewundert, wie so ein kleines Kind ist total höflich geworden. Und das war wirklich sehr, sehr bestimmte Periode, wo sie das wirklich betont gemacht hat. Und die fängt früh an und da gibt es auch in Montessori-Pädagogik verschiedene Aktivitäten, die das unterstützen. Aktivitäten der Höflichkeit, also man, ja, Etikette und Höflichkeit, da wird den Kindern erzählt, was man tut, wenn man vielleicht eine neue Person begegnet oder wie verabschiedet man sich oder wenn man etwas möchte, wie bietet man, also eine Bitte äußern, wie macht man das alles und solche Sachen, also das ist sehr interessant und die Kinder nachahmen diese höfliche Verhaltensweise, von daher bist du hier gefragt, du bist ein Vorbild, je mehr du Bitte und Danke sagst, umso mehr werden die Kinder Bitte und Danke sagen, es ist nicht, indem man, ja, also wenn man, ich kenne das immer, ne? Hast du was vergessen, wo man das Kind auffordert, Danke zu sagen. Und da kannst du einfach für dein Kind an dieser Stelle Danke sagen, wenn du das immer wieder wiederholst, irgendwann wird das Kind das auch verinnerlichen. Das Verständnis für diese sensiblen Perioden ist sehr, sehr wichtig und essentiell. Und da erkennst du, was genau dein Kind in seiner Umgebung braucht, wieso das Kind vielleicht nicht für Materialien interessiert und sich lieber in Bewegung bleiben möchte. Oder wieso das Kind einfach diese Phase hat, wo er nur die kleinsten Details aufsammelt. Das weißt du, wenn du diese sensible Periode kennst. Und natürlich diese ganzen Fähigkeiten, die das Kind in diese Periode am besten mühelos erwerben kann, kannst du fördern oder beziehungsweise unterstützen. Du kannst keinen Einfluss drauf nehmen, aber am besten erkennst du die und unterstützt entsprechend die Entwicklung. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!